Sei ein Sahabi. Wenn ich über dieses Thema rede, rede ich nicht über dieses Thema zur Belustigung. Ja? Das heißt, wir erzählen Geschichten von Sahaba, aber das ist das Problem heute in der Umma. Es werden Geschichten erzählt, oh, mashallah, ach, das waren Zeiten. Ja, früher, das waren Zeiten, aber heute, ja, wir sind halt schwach. Wir müssen es halt verstecken, Angst haben, traurig sein. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache, dass wir uns ein Beispiel daran nehmen. Ja? Jetzt müssen wir erstmal fragen, ja, Abu Hamza, Pierre Vogel oder was auch immer. Ja? Du sagst, sei ein Sahabi. Wie kann ich denn ein Sahabi sein? Was heißt denn Sahabi im Istilah? Ja, Istilah heißt in der Terminologie in der Arabischen. In der Terminologie in der Arabischen heißt es, Man laki an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata al-Islami und an den Klammer wa lau takhalladat riddatun. Das sagt Ibn Hajar Askalani in Nukhbat al-Fiqh. Das heißt, wer den Propheten alayhi salatu wasalam trifft, während er gläubig ist und dann als Muslim stirbt. Ja? Wa lau takhalladat riddatun, und selbst wenn er zwischendurch vom Glauben abfällt. Das ist eine Definition. Das heißt, der Najashi war ein Muslim. Der Prophet hat für ein Totengebet gemacht. War ein Sahabi? Nein. Weil er hat den Propheten nicht getroffen. Er hat in der Zeit gelebt. Dann, warum sagen die in der Definition, wer den Propheten trifft? Warum sagen sie nicht, wer den Propheten sieht? Weil es Sahaba gab, die blind waren. Es gab Sahaba, die waren blind. Abdullah ibn Maktum. Das heißt, wer ihn trifft und als Gläubiger stirbt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schiit kommt und sagt, ja guck mal, die sind doch vom Glauben abgefallen, der oder der. Also sind die Sahaba nicht gut. Dann sagen wir reden von denen, die Muslime geblieben sind, nicht von denen, die abgefallen sind vom Glauben. Das heißt, du versuchst von vornherein mit Dingen zu argumentieren, die keinen Sinn haben. So, das heißt, ja Abu Hamza, wie will ich ein Sahabi sein, wenn ich den Propheten a.s. noch nicht getroffen habe? Heißt das, ich soll von ihm träumen? Den Propheten im Traum zu treffen, macht einen nicht zu einem Sahabi. Okay? Es gibt Leute, die treffen den Propheten a.s. im Traum, das stimmt. Die sehen ihn im Traum. Nein, es gilt zu Lebzeiten. Okay. Also was will ich dann damit sagen? Ich will damit sagen, wir müssen so sein wie ein Sahabi. Warum? Warum, Brüder und Schwestern? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das sagt. Auch wenn du ihn nicht getroffen hast, so sollst du in der Akida sein, in deinem Glauben, wie ein Sahabi. So sollst du in deinem Verhalten sein, wie ein Sahabi. In deiner Liebe für den Islam sein, wie ein Sahabi. In deinen Taten sein, wie ein Sahabi. Und natürlich wie eine Sahabiya, wie eine weibliche Gefährtin des Propheten, alayhi salatu wasalam. Warum? Weil Allah uns das im Koran sagt. Allah sagt, wo zum Beispiel, in welchem Vers? Sure 2, Vers 137. Dort sagt Allah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie sie geglaubt, wie ihr geglaubt habt, das heißt die, die danach kommen, wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt habt, wer sind ihr? Wer wird hier angesprochen? Die Sahaba. Dann sind sie was? فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Dann sind sie rechtgeleitet. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surah 4, Vers 115, anderer Vers, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِّ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّي مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer sich dem Gesandten entgegengesetzt, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, ist auch ein wichtiger Vers, wenn ihr mit Nichtmuslimen diskutiert, über die Frage, ja, was ist denn mit meinem Ur-Ur-Ur-Opa, der vor 500 Jahren gestorben ist, der hat nie was vom Islam gehört. Da sagen wir, Allah sagt in Surah 4, Vers 115, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, das heißt, wer keine Botschaft bekommen hat, wird am jüngsten Tag auf die Probe gestellt. Das steht auch in Surah 17, Vers 15. Okay. Und jetzt sagt er, und wer einem anderen Weg als wem folgt, dem Weg der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die Sahaba. Den werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und wir werden ihn in der Hölle schmoren lassen. Welchen Vers gibt es noch? Der vielleicht klarste Vers, der uns sagt, dass wir dem Weg der Sahaba folgen müssen. Wo steht der?
Sure 9, Vers 100. Sure 9, Vers 100. وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي أَبَدًا. Sure 9, Vers 100. Das heißt, die Vorausgeeilten von denen, wie viele Gruppen von Sahabern gibt es? Muhajirun und Ansar. Wo kommen die Muhajirun her? Viele sagen aus Mekka. Nein, alle, die nach Medina gegangen sind, ja, sind auch Muhajirun. Es gibt zum Beispiel Leute von Rifar, die nach Medina gegangen sind. Und die Ansar. Die Ansar sind welche zwei Gruppen? Vor allen Dingen Aus und Khazraj. Warum sage ich das? Vor allen Dingen, weil es gab Juden, die den Islam angenommen haben. Zum Beispiel Abdullah ibn Salam. Und die Juden waren wie viele Stämme gewesen? Drei. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa und Banu Nadir. Okay, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Warum habe ich das gerade erwähnt? Die Vorausgehalten von den Muhajirun und den Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte folgen, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Das heißt, wer denen ihren Weg nicht folgt, mit denen ist Allah nicht zufrieden. So jetzt kommen Leute, die Muslime sind, die sagen, 90% der Muhajirun Ansar sind nach dem Tod des Propheten vom Islam abgefallen. Dann sagen wir zu denen, steht das nicht im Widerspruch zu diesem Vers? Würde Allah zu uns sagen, die Vorausgeeilten von den Muhajirun und Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte folgen, Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden, wenn 90% davon vom Glauben abgefallen sind? Das ist doch ein Widerspruch. Hoch 10. Das heißt, du musst denen folgen, das heißt, du musst auch vom Glauben abfallen, oder wie? Ja, okay. Das zeigt uns, diese Verse zeigen uns, dass wir den Weg der Sahaba gehen müssen. Das waren gerade die Verse aus dem Koran. Was ist unsere zweite Quelle? Sunna. Welchen Beweis haben wir in der Sunna? Zum Beispiel. Der Prophet a.s. sagt, die beste Generation ist meine Generation, dann die, die erfolgt, dann die, die erfolgt. Das ist einer der klarsten Beweise aus der Sunna, die uns sagt, dass wir uns an die Salaf halten müssen. Wenn heute kommen Salafisten, bla bla bla. Hier, das sind die besten Generationen. Das heißt, wenn wir das beste Verständnis von Koran und Sunna haben wollen, müssen wir nach klarer Aussage des Propheten zum Verständnis dieser drei Generationen zurückgehen. Anderer Beweis, der Prophet a.s. dazu sagt, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle außer einer. Das heißt nicht, dass unbedingt alle Gruppen für immer in der Hölle sind, das ist eine Warnung. Ja? Aber jetzt, weil ansonsten wären sie nicht mehr von der Umma, wenn sie ganz aus dem Islam austreten würden, weil wir wissen, wer bleibt für immer in der Hölle? Bleibt der Mubtadi für immer in der Hölle? Es gibt zwei Arten von Bidda, Mufassika und Mukaffira. Wenn einer eine Bidda hat, die aus dem Islam rausbringt, natürlich, das ist eine Sünde, die für ewig in die Hölle bringt. Aber wenn es eine Mufassika ist, ist eine Sünde, die vergeben wird. Was ist der Beweis dafür? Sure 4, Vers 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Schirk beigesellt, er vergibt, was darunter ist. Und Bidda ist darunter, wenn sie nicht Mukaffira ist, wem er will. Okay, die sind in der Hölle, außer eine Gruppe. Wenn der Prophet a.s. diese Frage stellen würde, wenn er das sagen würde, was würdest du zu ihm sagen? Du würdest sagen, Gesandter Allahs, wer ist die Gruppe? Und das ist genau das, was die Sahaba gefragt haben. Ja, Rasulallah, ma hiya tilka firqa, wer ist diese Gruppe? Und da sagt er, ma anna alayya al-yawma wa ashabi. Die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, die Sahaba. Das heißt, wir heute müssen gucken, wie haben die Sahaba den Koran verstanden und implementiert. Klare Aussage. Es gibt noch viele andere Beweise. Ein Hadith, den jeder von euch kennt, wahrscheinlich, wo der Prophet a.s. sagt, und das war am Ende seines Lebens, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا.
Wer von euch lebt, der wird was sehen? Viele Meinungsverschiedenheiten. Was ist die Lösung? Der Prophet a.s. gibt die Lösung. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَى الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ So halt euch an meine Sunna und die Sunna der rechtsgeleiteten Khalifen. Wer sind die rechtsgeleiteten Khalifen? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Ja. Hier gibt es Übereinstimmung unter Ahl-Sunna wa Jama'a. Okay. Das heißt, das zeigt uns, wir müssen uns an die Sahaba halten. Wir müssen uns ein Vorbild an ihnen nehmen. Jetzt die Frage, kann man die Stufe erreichen von einem Sahabi? Was machen wir, liebe Geschwister im Islam, wenn wir im Islam eine Frage beantworten wollen? Da gibt es eine wichtige Regel. Eine wichtige Regel. Man nimmt erstmal alle Beweise zusammen und dann schaut man sich die Beweise an. Was macht Ahlul Bidah? Und das ist etwas, was Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sagt. Er sagt, Ahlul Hawa ya'taqidun thumma yastadilun. Die Leute der Gelüste, ja, was machen die? Die glauben und dann suchen sie den Beweis für ihren Glauben. Das heißt, da ist jetzt einer, der hat den Glauben. Mirza Ghulam Ahmed vom indischen Kontinent ist ein Prophet. Jetzt sagst du zu ihm, ja, wo steht das im Koran? So, jetzt guckt er irgendwo, warte mal, das ist jetzt nicht der Koran, aber ich will euch das Beispiel geben. Jetzt guckt er irgendwo, mal gucken, wo könnte ich denn hier was finden? Warte mal, wo haben wir den Beweis? Wo steht hier im Koran, dass Mirza Ghulam Ahmed ein Prophet ist? Ich habe wirklich einen gefragt, wisst ihr, was der mir gesagt hat? Ach, jeder, der Arabisch kann, der liegt vor Lachen auf dem Boden. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَكُوا بِهِمْ Surat al-Jum'ah. Und andere, die sie noch nicht getroffen haben. Ah, klarer Beweis. Mirza Ghulam Ahmed ist ein Prophet. Ja, wir können sie klar lesen, da steht's. Und andere, die noch nicht auf sie getroffen sind. Klarer Beweis, oder? Warum bringe ich diese Beispiele, Geschwister im Islam? Wir müssen verstehen, wie wir einen Beweis zu verstehen haben. Deswegen habe ich gesagt, die Frage war, kann man die Stufe von einem Sahabi erreichen? Wir müssen alle Beweise zusammenbringen. Wir müssen die Beweise zusammenbringen und nicht irgendwo das suchen, was wir vorher glauben wollen. So. Wir haben einmal einen Beweis, wo der Prophet sagt, لا تصبوا أصحابي فإن نهدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. Das heißt, beschimpft meine Gefährten nicht, denn wenn einer von euch so viel Gold spenden würde wie der Berg Uhud, wer war schon am Berg Uhud gewesen? Riesen, also ist ein ziemlich großer Berg, ja. So, der würde, ja, wenn er das spenden würde, würde er nicht so viel zusammenkriegen wie Sie einen Mut zusammenkriegen oder eine Hälfte davon. Das heißt, was Sie an Kleinigkeit gespendet haben, selbst wenn ihr, die danach kommen, so viel spenden würdet wie Uhud, ihr erreicht das nicht, was Sie erreicht haben, mit wenig. Zu wem hat er das gesagt, der Prophet a.s.? Weil das ist auch wichtig, dass wir gucken, in welchem Kontext ein Hadith genannt wurde. Er hat das zu Khalid ibn al-Walid gesagt. Und Khalid ibn al-Walid ist ein Sahabi in der Terminologie. Wann hat er den Islam angenommen? 7. Jahr nach Hijra. Die erste Schlacht, die er mitgemacht hat, war Ghazwat al-Mu'tah. Die bekannte Schlacht, wo 3000 Muslime gegen 200.000 Römer gekämpft haben. Und Khalid ibn al-Walid am Ende die Flagge genommen hat. Okay? Aber auf jeden Fall, er sagt, dass zu Khalid ibn al-Walid, der eine Auseinandersetzung hat mit, ich glaube mit Sa'd ibn Abi Waqqas. Aber auf jeden Fall. Warum haben sie diese Stellen? Jetzt fragen wir, warum ist das so? Es ist so, die Erklärung davon ist beim Ulama, weil die Sahaba die Religion zu uns gebracht haben. Guck mal, heutzutage, wenn du eine Tat machst, manche, die sagen, ich mache Umrah für den Propheten, die Gelehrten sagen, das ist Quatsch. Weil jede Tat, die du machst, geht auf das Konto des Propheten. Warum? Weil er im Endeffekt derjenige ist, der dir das beigebracht hat. Allah, der Prophet a.s. sagt, Man da'ila hudan,
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Wer zu einer Rechtleitung aufruft, der kriegt den Lohn davon und den Lohn von dem, der dieser Rechtleitung folgt, ohne dass von dem Lohn von dem, der das macht, etwas abgezogen wird. Das heißt, wer hat uns im Endeffekt zu jeder Rechtleitung gerufen? Der Prophet a.s. Jetzt werdet ihr sagen, Abu Hamza, du sagst, zu jeder Rechtleitung. Gibt es nicht nur eine Rechtleitung, den Islam? Wir sagen, richtig. Aber es kommt wieder worauf an? Auf den Kontext. Weil Allah benutzt hier, der Prophet sagt hier, man da'ila hudan. Er sagt nicht, man da'ila al-huda. Wäre hier el-huda, das ist ma'rifa im Arabisch, das heißt, bestimmte Artikel davor, die Rechtleitung, ist damit der Islam gemeint. Wenn aber hier steht eine Rechtleitung, das heißt im Islam, alles wozu du aufrufst, ist eine Rechtleitung. Wenn du sagst, also alles womit du im Islam aufrufst, nicht, dass jetzt jemand versteht, ja alles wozu du aufrufst, schlag die Fensterscheiben ein, ist eine Rechtleitung. Also alles wozu du aufrufst, du rufst zum Gebet auf, du rufst zum Bad auf, du rufst zum Niqab auf, du rufst zum Hijab auf, ist alles eine Rechtleitung, okay? Jetzt, der Prophet kriegt diesen Lohn. Aber wer hat diese Religion noch zu uns gebracht? Wer? Die Sahaba. Die Sahaba sind im Endeffekt diejenigen, die den Propheten a.s. unterstützt haben. Okay? Das war der erste Hadith. Jetzt der zweite Hadith. Das haben wir eben schon genannt. Die Besten sind meine Generation, dann die, die ihr folgen, dann die, die ihr folgen. Der dritte Hadith oder der dritte Vers, das ist ein Surat al-Waqi'ah. Surat al-Waqi'ah sagt Allah, والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Die Sabikun, die Sabikun, das sind die Nahegebrachten. أولئك المقربون, wo sind die? في جنات النعيم, ja, im Paradiesgarten voller Wonne. ثلة من الأولين, viele von den Vorgängern, von denen die davor kamen. وَقَلِيلٌ مِنْ الْأَخِرِ, wenige von denen, die nachher gekommen sind. Das heißt, es gibt wenige von denen, die vorher gekommen sind, es gibt wenige von denen, die nachher gekommen sind, die die Stufe von denen erreichen, die vorher gekommen sind. So, das heißt, wie bringen wir diese Hadithe zusammen? Hier sagen die Gelehrten, man kann die Stufe erreichen. Und jetzt gibt es noch einen anderen Hadith, den habe ich ganz vergessen. Gibt es einen Hadith, der sagt, ja, es wird eine Zeit kommen der Geduld, wo derjenige, der an der Religion festhält, ist wie jemand, der ein heißes Kohlestück festhält. Für denjenigen, da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, der in dieser Situation gute Taten macht, also der an dieser Kohle festhält, der kriegt den Lohn von 50 Leuten von euch. Warum? Bruder, stellt euch eine Frage. Stellt euch mal vor, ihr kommt in die Moschee rein, da sitzt Abu Bakr, da sitzt Umar, da sitzt Ali radiallahu anhu. Das wird euch doch voll motivieren, oder? Aber guck mal, in welcher Zeit wir leben. Du gehst raus, du guckst nach rechts, du siehst, keine Ahnung, ja, Whitney Houston ist tot, die siehst du nicht mehr. Irgendwie eine Sängerin, dieses, jenes, du gehst in den Supermarkt rein, du wirst beschallt mit Musik. Ist schwer, oder? Du hast erschwerte Bedingungen. Warum sage ich euch das, Brüder? Ich will euch und Schwestern, ich will euch motivieren. Wir sind in einer großen Situation. Und der erste Hadith, warum waren die Sahaba, warum haben sie diese Stellung? Weil sie die Religion von unten nach oben gebracht haben. Wie viele Leute haben den Islam angenommen nach den ersten 3 Jahren Dauer? 150 Mann circa. Circa 150, 140, 150. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Nach 3 Jahren der Islam, es gab gar keinen Islam in dem Sinne. Und sie haben den Islam nach oben gebracht. Zur Weltmacht gemacht. Und das muss unser Ziel sein. Damit wir leben praktisch in einer Zeit, wir haben es mit Goldminen zu tun. Dieses Verständnis müssen wir haben. Wir leben in einer Zeit, wo unser Ziel es sein muss, die Religion nach vorne zu bringen, damit wir eine hohe Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erreichen können. Und deswegen nochmal darauf zurückzukommen, sagt man die Huld. Und ich lese euch mal kurz hier was vor. Ich habe hier ein Akida-Buch von, das heißt Minnatur Rahman.
ist von einem sehr bekannten Scheich aus Ägypten, der heißt Yasser Burhami. Und er redet über diese Angelegenheit mit den Sahabern. Und ich lese das mal vor, sonst heißt er wieder Pierre Vogel. Was erzählst du denn? Was er dazu sagt, zu dieser Fragestellung. Ja, mit den Sahabern und so weiter. Einen Moment mal kurz. Hier. Ja, er sagt hier. Es geht um diesen Vers in Surat al-Waqi'a. Welche Sure ist das? Die 56. Sure, für den er es nachschlagen will. Vers 39, was ich eben genannt habe. Was-sabikun, 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 ulaik al-mukarrabun. Fi jannati al-na'im, thulatum al-awwalin, wa kalim al-akhirin. Er sagt, وَيَثْهَرُ بِذَٰلِكَ أَنَّ تَفْدِيلَ بَعْضَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ مُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَجْمُوعِ. Das heißt, die Huld, die Bevorzugung der Ersten von den Muhajirun und Ansar gilt für die gesamte Gruppe. Deswegen, wenn wir hören, خَيْرُنَسِ كَرْنِي, die beste Gemeinschaft ist meine Generation, dann die, die erfolgt, dann die folgt. Das heißt, diese Gruppe, es wird nie mehr eine Generation geben, die diese Stufe erreicht. Ja. Sagt er weiter. Limajmur Sahaba ala Majmur Tabi'in. Das heißt, die Gruppe der Sahaba, die Allgemeinheit der Sahaba, die ist besser als die Allgemeinheit der Tabi'in. Ja. Wa Majmur Tabi'in ala Majmur Tabi'in. Und die Tabi'in, die Folger von Sahaba, sind besser als die Folger der Sahaba. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, amma an yakuna tafdil li kulli wahid minhum fa hadha la yalzamu min al adilla. Aber dass jede einzelne Person besser ist, darauf weisen die Beweise nicht hin. Das heißt, es kann eine Person geben, die die Stufe von dem einen oder anderen Sahabi, das heißt, erreicht vom Tafdil her, aber natürlich, sie haben diese Huld, dass sie mit dem Propheten a.s. zusammen gewesen sind, aber natürlich jetzt nicht Abu Bakr, Umar, Ali und so weiter und so fort. Das ist ja ganz klar. Deswegen, Brüder, warum sage ich euch das? Ich sage euch das, weil ich euch motivieren will. Wir müssen endlich aufhören mit dieser Verzweiflung. Ja, wir können nicht, ist alles so gefährlich und dies und jenes. Brüder, die höchste Stufe gibt es mit der meisten Bekämpfung. Wir haben hier in Deutschland noch gar nichts erlebt. Ach, wir sind hier am Rumheulen. Ach, wir haben noch gar nichts erlebt. Ach, zur Zeit des Propheten, Khabab ibn Arad, der kommt zum Propheten und sagt, willst du keine Dua für uns machen? Willst du nicht Allah für unseren Sieg rufen? Da sagt der Prophet, es gab vor euch Leute, für die haben sie ein Loch gebuddelt, den Boden haben sie reingetan und da haben sie eine Säge auf ihren Kopf getan, haben sie in der Mitte durchgesägt. Und es gab vor euch Leute, die haben sie mit Kämmen aus Eisen das Fleisch weggerissen. Das hat sie nicht von ihrer Religion weggebracht. Warum sagt er ihm das? Er will ihm Hoffnung, er will ihm Standhaftigkeit geben, damit man nicht zusammenbricht. Das ist die Erziehung des Propheten in den ersten Jahren. Wenn du den Leuten erzählst, ach ja, ist alles so schwierig, die Leute brechen ein. Aber wenn du ihnen erzählst, die vor dir waren, denen ging es auch schon so. Und das ist der Grund, warum die, aber da kommen wir nachher noch zu. Und dann gibt er ihm Hoffnung. Dann schwört der Prophet und sagt, Leyutimennallahu hadhal amr. Allah wird diese Botschaft verfolgen. Ich komme nachher noch mal auf diesen Hadith zurück. Wir haben noch gar nichts erlebt. Jetzt geht's weiter. Ich habe schon gesagt, was ist der Hauptgrund für ihre Position? Was ist der Hauptgrund? Was habe ich gesagt? Was ist der Hauptgrund? Weil sie die Religion von unten nach oben gebracht haben. Sie sind diejenigen, die diese Religion verbreitet haben. Die diese Religion stark gemacht haben. Was soll das uns sagen? Erstens, dass wir sie lieben. Wir müssen sie lieben dafür, dass sie uns diese Religion gebracht haben. Und zweitens, dass wir sagen, wie steht der Islam heute weltweit? Wir wollen diejenigen sein, die heute etwas verändern. Oder nicht? Glaub es mir, Bruder. Du musst hier, ich will Bruder und Schwester. Ich bin hier nicht hingekommen zum Belustigen. Ich bin hier hingekommen, damit ihr heute hier aus dieser Tür rausgeht. Und euch sagt, ab jetzt
Jeder Herzschlag ist für Allah. Und jeder Atemzug ist für diese Botschaft. Deswegen bin ich hier hingekommen. Glaub es mir, Brüder, wenn es mir nicht darum ginge, ach, ich wäre zu Hause geblieben. Sondern ich will euch begeistern für diese Aufgabe. Und glaubt mir eins, jeder hat eine Aufgabe. Jeder kann etwas bewirken. Vor allen Dingen, Brüder und Schwestern, Allah sagt im Koran, in tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, wird Allah euch helfen. Ach, wisst ihr, wer Allah ist? Ach, wer? Allah sagt, in yansurkum allahu falla ghaliba lakum. Wenn Allah euch hilft, kann euch keiner besiegen. Und wenn er euch in Stich lässt, wer will euch danach helfen? Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Ach, das ist das Versprechen von Allah. Er sagt, unsere Pflicht ist, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. So. Das heißt, wir müssen versuchen, zu ihnen zurückzukehren. Jetzt, stellt euch eine Frage. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Was sind ihre besonderen Eigenschaften der Sahaba? Überlegt mal bitte. Was sind ihre besonderen Eigenschaften? Und ich mache erstmal eine Probe mit euch. Ich möchte bitte, schämt euch nicht. Ich möchte von euch wissen, welche Charaktereigenschaften, da kann man keinen Fehler machen, das ist kein Fehler. Hm? Welche Charaktereigenschaften fallen euch spontan ein, die der Prophet a.s. hatte? Sagt ruhig, sprecht ruhig rein, kein Problem. Entschlossenheit. Entschlossenheit? Ah, du guckst meine Vorträge an, ne? Das wollte ich nicht hören. Guck mal, Leute. Du guckst so viel meine Vorträge. Das wollte ich nicht hören. Weil, okay, ich sage euch das. Man kann ja nichts falsch machen eigentlich. Red weiter, ich mach das nicht wieder. Wenn man diese Frage heute stellt, dann hört man immer Sanftmütigkeit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit etc. In den wenigsten Fällen hörst du etwas und das ist alles richtig. Das ist alles richtig, das ist richtig. Aber in den wenigsten Fällen hörst du etwas von seiner Charaktereigenschaft, die vielleicht am meisten dazu geführt hat, dass die Leute den Islam angenommen haben. Das ist sein Mut und seine Entschlossenheit. Brüder, in der Schlacht von Mu'tah. Das darf doch nicht wahr sein, was ist denn hier los? Was ist das für eine Mucke? Tarkan oder was? Ach, hör doch auf. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ich fang gleich hier an zu tanzen, aber. Ich bin sehr anfällig. Wo ist das? Wo ist das? Disco oder was? Krass. Bruder, nachdem der Prophet a.s. aus dieser Welt ins Hayat Barzakh hier reingegangen ist, ins Leben des Barzakh, haben die meisten arabischen Stämme den Islam aufgegeben. Außer drei Städte. Wie heißen die drei Städte? Medina, Mekka und Taif. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, woran liegt das? Ausgerechnet diese drei Städte. Warum nicht andere Städte? Warum gerade diese drei Städte ganz besonders? Natürlich, Mekka, sie kannten den Propheten a.s. Sie hatten schon diese 13 Jahre Erziehung gehabt. Dann Medina, sowieso die 10 Jahre, wo er dort so nah war. Und dann, warum Taif? Warum ausgerechnet Taif? Und da habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, woran das liegen könnte, wallahu alam. Wisst ihr, wie es dazu kam, dass Taif den Islam angenommen hat? Wann die den Islam angenommen haben? 8 Jahre nach Hijra. Nachdem Mekka erobert wurde, kam es zu einer Schlacht, die Schlacht von Hunayn. Bei dieser Schlacht, die wird beschrieben in Surat al-Tawbah,
In Vers 24 wird das beschrieben. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Es kam dort dazu, dass die Muschrikun die Muslime überfallen haben, überrascht haben und viele Sahaba geflüchtet sind. Die meisten. Der Prophet, wie viele waren sie an diesem Tag gewesen? Wie viele waren sie gewesen? Über 12.000. Über 12.000. Und damals hat man gesagt, 1.000 werden nicht durch eine wenige Anzahl vernichtet. Über 12.000. Jetzt, was passiert? Sie sind fast alle geflüchtet, weil das sind auch Menschen, die sind überrascht worden. So. Und 12 Leute sind stehen geblieben. Und einer ist, wie viele waren die Leute von Hawazin? So waren die, wie viele waren das? Über 24.000 Menschen. Eine Person reitet ganz allein in ihre Richtung und sie sind 24.000. Einer gegen 24.000. Wer ist der? Wer ist diese Person? Das ist der Prophet, a.s. Und er reitet auf sie zu und sagt, Anna Nabiyyu la Kadhib, Anna ibn Abdul Muttalib. Ich bin der Gesandte, das ist keine Lüge. Ich bin der Nachfahre von Abdul Muttalib. Und dann steigt er von seinem Reittier ab und hebt die Hände und sagt, Allahumma nazzil nasrak. O Allah, sende deine Sieg herab. Und er nimmt Erde vom Boden und schmeißt die Erde in ihre Richtung und sagt, Shahat al-Wujuh, möge Allah die Gesichter hässlich machen. Und dann sagt er, in hazamu wa rabbi Muhammad. O in hazamu wa rabbi al-Kaaba. Sie haben verloren beim Gott von Muhammad. Dann hat er zu Abbas gesagt, er soll rufen, die Ansar. Und dann kamen alle wieder zurück und das hat im Endeffekt dazu geführt, nachdem sie am Anfang sowas von vernichtet waren, dass der Sieg von Allah wieder herabgesandt wurde. Jetzt stell dir mal vor, diese Leute von Ta'if, die sehen diese Aktion. Die sehen eine Aktion, da kommt ein Mensch alleine auf ein Heer von 24.000 Soldaten losgeritten. Bruder, wir wollen das jetzt mal bildlich veranschaulichen. Stell dir vor, das ist Schlägerei zum Beispiel. Okay, heutzutage haben wir nichts mehr damit zu tun. Aber jetzt als Beispiel. Stell dir mal vor, da um der Ecke stehen 24 Nazis, die wollen dich zusammenschlagen. Was machst du denn da? 24 Stück. Wo ist der Hinterausgang? Ja, der normale Mensch, der geht laufen. Ist doch klar, ich meine 24 Mann. Das sind nicht 24, das sind nicht 240, das sind nicht 2400. Das sind 24.000 Leute mit Waffen. Guck dir diesen Mut, diese Entschlossenheit an, die der Prophet a.s. hat. Und das ist etwas, was abfärbt. Ja, das ist etwas, was abfärbt. Brüder, Gefühle sind übertragbar. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr in einen Raum reingeht, da sind alle am Heulen. Wirst du lustig sein? Ja, ihr wirst meistens traurig, oder? Das ist genau wie mit einer Krankheit. Wenn du einen Raum reingehst, alle sind am Niesen, in vielen Fällen wirst du krank. In den meisten Fällen, wenn du in einen Raum reingehst und alle sind am Weinen, wirst du auch irgendwie traurig und bedrückt. Wenn du in einen Raum reingehst, alle sind am Lachen, in den meisten Fällen wirst du auch lustig werden, oder? In den meisten Fällen. Und deswegen überträgt man seine Gefühle. Deswegen, ich kann euch zum Beispiel heute sagen, wie ihr hier aus der Tür rausgeht. Ihr seid heute bei einem Vortrag von mir und die Gefühle, die ich habe im Herzen, die werdet ihr in den meisten Fällen auch in euer Herz kriegen. Ihr werdet euch fühlen, dass ihr die Welt erobern könnt. Weil ich das in meinem Herzen habe. Ob ich das sage oder nicht. Wer das nicht hat, kann mich gerne anrufen, dann sagt er, Pierre Vogel, du hast dich geirrt. Aber glaub mir, in den meisten Fällen ist das so. Du fühlst dich auch immer so, oder? Wisst ihr? Allahu Akbar. Alhamdulillah. So. Das heißt, jetzt gehen wir zurück zu den Eigenschaften. Welche Eigenschaften hatten die Sahaba? Ich habe 7 Eigenschaften aufgeschrieben, die mir besonders auffallen. Okay? Erste Eigenschaft, absoluter Gehorsam. Und das müssen wir haben. Wir müssen uns mit diesen Eigenschaften schmücken. Beispiel. Gib mir ein Beispiel, wo die Sahaba absoluten Gehorsam gezeigt haben.
Alkoholverbot. Ach, die waren damals richtige Säufer gewesen, kann man sagen, vor dem Islam. Die Mekka, die waren bekannt dafür, dass sie gerne Alkohol ausgeschenkt haben. Ach, der Verbot vom Alkohol kommt, die haben praktisch die Flasche an der, oder den Behälter am Mund und die schütten es aus. Heutzutage, du redest mit den Muslimen, ey Bruder, guck mal, rauchen und so, ne? Man soll sich nicht selber zerstören, das ist etwas, was den Körper zerstört. Im Islam darf man nichts machen, was den Körper zerstört. Der hört nicht auf zu rauchen. Mein Vater, der ist kein Muslim, der hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen. Guck mal, das ist Schwäche. Das ist Schwäche. Von uns. Du sagst heute, Kopftuch, ja, weißt du, wenn ich geheiratet habe, dann trage ich Kopftuch. Ich irgendwann mal. Beten, ja, wenn ich 555 Jahre alt bin und Hatsch gemacht habe, dann fange ich an. Bart. Bart, ja, guck mal, ja, ist nicht so wichtig. Ich möchte einen guten Eindruck für Islam machen. Wenn ich so glatt rasiert bin und so, dann sagen die, boah, du machst guten Eindruck für Islam. Echt, so kommen manche Leute. Sagst du, wie viel haben bei dir? Keiner. Achi, wisst ihr warum? Wer Islam annimmt, hat eine Eigenschaft. Wo steht das? Sure 36. Innama tunziru man ittaba adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil-ghaib. Ich war gestern, wisst ihr, was das Coolste ist? Habe ich einen Vortrag gemacht in Neuss. Und da hat mich ein Bruder nach Hause gefahren, Serbe, der hat Islam angenommen. Da habe ich den gefragt, was hat dich dazu bewegt, Islam anzunehmen? Er hat erzählt, Brüder kennengelernt und dann noch einige Videos von mir. Also mehrere Faktoren. Da frage ich ihn, welche Videos denn haben dich denn, sagt er ja, welche Videos mich total angesprochen haben. Pass auf, wo du über das Gebet gesprochen hast und hast voll rumgeschrien. Und hast gesagt, wo, hier, wenn deine Schwester prostituiert ist, nicht zu beten ist schlimmer. Vielleicht kennt ihr dieses Video. Nicht zu beten ist schlimmer. Und dieses andere Video, wo steht, was für ein Muslim bist du? Habe ich ja Bock, krass. Die Leute sagen immer, ja, streichel, dann fangen die Leute an, Islam anzunehmen. Ist nicht so. Ach, ich bin einmal hier in Pforzheim gewesen, ohne Quatsch. Ich halte den Vortrag und da kommt jemand nach vorne und nimmt mir das Mikrofon aus der Hand. Da sagt er, ja, also ich habe mal eine Frage und dann steht er so. Mit der Seite zu mir und mit der Seite zum Publikum und sagt, ja, ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Islam annehme und danach davon abfallen würde in dem islamischen Land, würde ich dann nicht, ne? Bruder, guck mal, so wie antwortest du darauf? Guck mal, wie antwortest du darauf? Sagst du jetzt zu dem, hey, hey, keine Fragen, ja? Da sagen die Leute, guck mal, der ist schwach. Oder sagst du, ja, guck mal, wir leben hier ja heutzutage im... Das ist Schwäche. Weißt du, was ich gesagt habe? Ja, gute Frage, stimmt, hast du recht. Und dann habe ich danach etwas erklärt. Der guckt mich an, geht zu seinem Platz, als wenn er, verstehst du, der hat gedacht, er hätte voll den Burner gebracht und dann sagst du einfach, ja, stimmt. Und dann habe ich etwas dazu erklärt, da waren so viele Deutsche im Publikum, kein Mensch hat sich beschwert. Danach kriege ich eine E-Mail, ein paar Tage später, sagt er, ich bin der Sohn, so der zu dir zum Vortrag gekommen ist, ich wollte dir nur sagen, ich war total beeindruckt von dem Vortrag, nicht von deinem Inhalt, sondern von dieser Selbstsicherheit, die du ausstrahlst. Und wir sagen bei uns, wer so eine Selbstsicherheit ausstrahlt, sagt MashaAllah, sagt er, der ist vom Heiligen Geist, der sagt, ich bin Prediger in einer Kirche, ich studiere Theologie in der Universität, ich kann Hebräisch und Griechisch. Ich kenne die Informationen, die du gebracht hast, aber durch dieses, sagt er, wir sagen bei uns, wer so redet, der ist vom Heiligen Geist unterstützt. Aber du bist ja kein Christ, also kann dich der Heilige Geist ja nicht unterstützen. Und deswegen möchte ich jetzt Arabisch lernen, um zu sehen, was dich unterstützt. Die Geschichte habe ich ein paar Monate später in einer Moschee erzählt, um den Leuten zu sagen, Leute, keine Angst. Das ist unsere Religion, da stehen wir zu und interessiert uns nicht. Am selben Tag kriege ich eine E-Mail, das war ungefähr 6 Monate später, sagt, ich habe heute den Islam angenommen. Allah. Wisst ihr, wie oft mir sowas passiert ist, Leute? Deswegen, ne, absoluter Gehorsam. Jetzt geht's weiter.
Wahrhaftigkeit im Iman. Ich gebe euch eine Sache von Wahrhaftigkeit im Iman, ich gebe euch ein Beispiel. Haram ibn Milhan, kennt ihr die Geschichte? Ach, der wurde mit einer Lanze, wurde ihm durch den Rücken gestochen, dass die Lanze vorne rauskam. Was hat er gesagt in dem Moment? Fustu wa Rabbil Kaaba. Ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba. Kannst du es vorstellen? Ach, stell dir bitte das vor, diese Verletzung, wie schmerzhaft das sein muss. Und nicht nur der Schmerz, sondern auch dieser psychologische Schock. Versteht ihr, dieser psychologische Schock? Weil du weißt, jetzt geht's vorbei, Achi. Dein Leben ist vorbei. Ende. Du musst von der ganzen Familie verabschieden. Und der sagt, ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba. Dritte Eigenschaft, ihre Enthaltsamkeit vom Leben. Das größte Problem, was wir heute mit vielen Leuten haben, ist, dass sie gerne gemütlich leben wollen. Und die Dauer, was wurde die? Wurde immer bekämpft. Und da wollen sie nicht bekämpft werden, sagt, wir distanzieren uns. Und gemütlich leben. Schöne Moschee treffen, ein bisschen essen, ein bisschen trinken, ein bisschen lachen, ein bisschen Spaß haben. Echi, aber es ist kein Spaziergang. Das ist kein Spaziergang. Das muss man verstehen. So, Sucht von der Religion. Da sagt zum Beispiel Ibn Mas'ud, der sagte zu den Tabi'in, ihr habt mehr Taten. Aber die Sahaba, die sind besser als ihr. Warum? لأنهم أزهدوا في الدنيا وأرغبوا في الآخرة. Denn sie sind enthaltsamer in diesseits und sie haben mehr Wunsch auf das Jenseits. Brüder und Schwestern, wie kriegen wir das, dieses Gefühl? Indem wir uns mit dem Koran beschäftigen, indem wir uns mit dem Jenseits beschäftigen. Und was ist Sucht? Ibn Taymiyyah sagt, Sucht ist, alles, was einen nicht zu Allah näher bringt, zu lassen. Alles, was einen nicht näher zu Allah bringt, zu lassen. Zum Beispiel manchen Luxus einfach mal wegzulassen. Es ist eine Sache, die dir Stärke gibt. Deswegen sagte Omar auch, Pausegebet? Ja. Pass auf, lass mich das kurz zu Ende machen, kurz, okay? Diese Eigenschaften, weil dann komme ich danach zum zweiten Teil des Vortrags. Omar al-Khattab, der sagt, ich schaue, das heißt, sei hart. Ja? Weil die Ni'ma, die bleiben nicht immer, es kommen harte Zeiten. Und das war auch eine Weisheit, warum die Botschaft nach Mekka gekommen ist, weil diese Leute waren harte Leute. Das waren keine Weicheier. Deswegen sage ich, Bruder, wir müssen uns mit den Eigenschaften schmücken und keine Weicheier sein. Ja? Vierte Eigenschaft. Es gibt da so viele Beispiele, die man nennen kann. Nennt mir eine Eigenschaft von Enthaltsamkeit, wo einer zeigt, mir bedeutet die Dunya nichts. Ich gebe euch ein Beispiel. Suhail Rumi. Der ist nach Mekka gekommen, hatte nichts. Dann ist er reich geworden in Mekka und wollte dann Hijra machen. Als er rausgegangen ist aus Mekka, haben sie gesagt, hör mal, du gehst hier nicht raus, außer dass du uns all deinen Besitz gibst. Ohne mit der Wimper zu zucken, gibt er ihnen all den Besitz und wandert aus. Als er zum Propheten kam, sagt er, das war ein großartiger Handel gewesen, sinngemäß. Ja, das ist das. So, dann, vierte Eigenschaft, die Tapferkeit. Da gibt es so viele Beispiele von Tapferkeit. Hamza ibn Abdul Muttalib, als er gestorben ist bei der Schlacht von Uhud, er ist durch die Reihen der Feinde durchgegangen. Durch die Reihen der Feinde durchgegangen. Abu Dujana, der ist durch die Reihen durchgegangen, der hat die platt getrampelt wie Heuschrecken. Ja? Ja'far ibn Abi Talib, der ist in 200.000 Römer reingelaufen. Sie haben ihm den rechten Arm abgeschlagen. Da hat er die Fahne in die linke Hand genommen. Da haben sie ihm die linke Hand abgeschlagen. Da hat er die Fahne mit Layla Illallah hier unter dem Rest von seinen Armen gehalten. Ja? Und er hat weitergekämpft. Ja'far ibn Abi Talib. Es gibt so viele Beispiele davon. Tapferkeit. Und deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, das ist keine Religion für Pampersrocker. Und Weicheier und Heulsusen und Jammerlappen. Die Botschaft wird bekämpft. Das hat der Prophet den Sahabern beigebracht. Und das müssen wir verinnerlichen und uns nicht einschüchtern lassen. Fünfte Eigenschaft. Loyalität und Lossagung des Kuffers. Allah sagt im Koran,
لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Ihr werdet kein Volk finden, das an Allah und jüngsten Tag glaubt und dabei denjenigen Sympathie zeigt, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen. Ja? Wer war der größte Munafik in Medina gewesen? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Als er getötet werden sollte, wer ist als erstes gekommen, um ihn zu töten? Diesen Unruhestifter? Sein Sohn. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wen hat er in der Schlacht von Badr bekämpft? Getötet, sein Vater. Ach, so war die Loyalität für Allah hier. Das ist die Linie. Und das muss man verinnerlichen. Das heißt nicht, dass ich immer auf die Deckung gehe, nach Hause töte seinen Vater. Das ist eine ganz andere Situation. Aber ich rede vom System. Ich rede von der Verinnerlichung. Allah steht an erster Stelle. An erster Stelle. Und danach kommt lange nichts. Und dann kommt der Prophet, alaihissalatu wassalam. Unsere Loyalität ist für Allah und den Gesandten und für diese Religion. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Und wer sich Allah und den Gesandten und die Gläubigen zum Freund nimmt, so ist die Partei Allahs, so sind sie die Überlegenen. Sechste Sache, Zusammenhalt. Sie haben immer versucht, Ikhtilafat aus dem Weg zu gehen, weil sie keinen Neid zueinander hatten. Usman ibn Affan zum Beispiel, Usman ibn Affan, der hat 4 Rakats in Mina gebetet bei der Hajj. Ibn Mas'ud hat ihn kritisiert. Hat das kritisiert und hat gesagt, das ist falsch. Aber dann hat Ibn Mas'ud hinter Usman 4 Rakats gebetet in Mina. Da haben die Schüler von Ibn Mas'ud ihn gefragt, warum Ibn Mas'ud? Da hat Ibn Mas'ud gesagt, Al-Khilafu Shar. Diese Meinungsverschiedenheit, die ist schlecht. Okay? 7. Punkt, sofortige Tauba. Sofortige Tauba. Beispiel, die Frau, die zum Propheten a.s.w. gegangen ist und hat zugegeben, dass sie Zina begangen hat. Ach, eine Frau, die verheiratet ist, fällt in Zina und sie hat so einen Iman, dass sie bereit ist, getötet zu werden dafür. Todesstrafe zu bekommen. Der Prophet schickt sie weg. Nach langer Zeit, sie kommt wieder. Der Prophet schickt sie nochmal weg. Nach langer Zeit kommt sie wieder. Warum? Weil es einen Hadith gibt, der sagt, wenn einer für seine Sünden im Diesseits bestraft wird, ist seine Sünde getilgt. Sofortige Tauba. Und jetzt sage ich zu dir, wer hätte den Iman, wenn er eine Sünde begangen hat, davon gereinigt zu werden im Diesseits? Und deswegen muss man gerade von dieser Sünde viel Abstand nehmen. Allah sagt über Zina, la takrabu Zina, kommt der Zina nicht nah. Der sagt nicht, la tasnu, macht keine Zina, sagt, kommt der Zina nicht nah. Warum? Weil es so gefährlich ist. Wenn der Mensch es sich nähert, kann er reinfallen. Wenn diese Frau reingefallen ist, die so einen Iman hatte, kann von uns jeder reinfallen. Möge Allah uns bewahren, Amen. So, das sind diese Eigenschaften. Dann gibt es noch weitere Eigenschaften, auf die ich nachher inshallah eingehen will. Inshallah, wir machen erstmal Pause und dann geht es nachher weiter, inshallah. Jetzt beten wir erstmal, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Abraha, ihr kennt Abraha, der wollte die Kaaba zerstören. Warum? Weil er war ein Christ, die haben eine große Kirche in Sana'a gebaut, im Jemen. Und da kam ein Araber, die sollte Konkurrenz zur Kaaba werden. Zur Kaaba sind die ganzen Götzen, die auf der arabischen Halbinsel sind. Und da ist ein Araber dahingegangen, hat sein Geschäft dort erledigt, hat alles an die Wände geschmiert. Dann war Abraha so wütend, dann ist er nach Mekka gegangen mit seinen Elefanten. Es wird gegeben verschiedene Überlieferungen. Einer sagt einen Elefant, manche sagen 8 Elefanten, manche sagen 13 Elefanten. Auf jeden Fall der größte Elefant von denen, der hieß Mahmud. Ja. Dann sind sie, haben sie Kamele, das heißt vor Mekka, geklaut. Und diese Kamele waren von wem? Von Abdul Muttalib, dem Opa vom Propheten a.s.w. Abdul Muttalib, der geht zu Abraha und Abdul Muttalib hatte eine charismatische, selbstbewusste Ausstrahlung, kommt rein und Abraha und hat sich auf den Boden gesetzt und Abraha, der ist von seinem kleinen Thron, den er mitgebracht hat, runtergegangen, hat sich mit ihm auf den Boden gesetzt, weil er so beeindruckt war. Dann sagte Abdul Muttalib zu Abraha, der war der Führer von Jemen ist, sagt er, ich bin gekommen, um meine Kamele zurückzufordern.
Jetzt hört gut zu, was Abraha sagt. Jetzt sagt Abraha, ich habe allen Respekt dir gegenüber verloren. Ich bin, als du gekommen bist, ich hatte so einen Respekt vor dir gehabt, aber jetzt fragst du mich nach Kamelen und ich bin gekommen, um euer Heiligtum zu zerstören und du fragst mich nach Kamelen? Was zeigt das? Bruder, das zeigt, die Leute haben Respekt vor demjenigen, der zu seiner Religion steht. Das müssen wir verinnerlichen. Nicht über dieses, ach ja, ich könnte schlecht einmal. Bruder, die Leute haben Respekt vor Leuten, die hinter ihrer Religion stehen. Und ich kann euch das bezeugen, bevor ich den Islam angenommen habe. Was ich krass fand, wenn die Muslime so hinter ihrer Religion standen, das zieht einen an. Damit strahlt man aus, diese Religion ist was wert. Aber wenn man bei jedem Windzug, nee, ach ja, ich kann nicht und ist so schwer, diese ganze Jammerei, das muss man ablegen. Ja? Und dann, was sagt jetzt Abdul Muttalib? Der sagt, die Kamele sind mir und ich fordere die zurück. Die Kaaba, das Haus, gehört Allah und Allah wird es schützen. Ach, das war das Verständnis von Abdul Muttalib. Und dann wisst ihr, was passiert ist? Die Vögel kamen. Wie viele Steine hatte jeder Vogel? 3 Stück. 2 in den Händen, 1 im Mund. Haben die auf die draufgeworfen. Bei jedem Wurf, wenn einer getroffen wurde vom Stein, hat er sich praktisch aufgelöst. Ja? Und Abraha selber, der ist also bis nach Jemen zurück und unterwegs, die Nägel sind ihm abgefallen, da ist er elendig krepiert. Was ich sagen will ist, den Islam kann keiner verbieten. Aber Allah hat uns die Ehre gegeben, den Islam zu verteidigen. In Tansurullah yansurkum. Aber wenn du es nicht machst, Allah wird jemand anders bringen. Brüder, Allah sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu, man yartadda minkum an dini, wer sich von euch von der Religion abwandelt, fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dann wird Allah mit einem Volk kommen. Wenn ihr euch abwandt von der Religion, Allah wird mit einem Volk kommen, das ihn liebt und die ihn lieben. Und was sind die? Die sind demütig zu den Gläubigen und aizzatin al-kafirin. Mächtig auftretend gegenüber den Kuffar. Ich sag dir eins, schau dir an, wer mächtig auftretend gegenüber den Kuffar ist. Schau dir die Welt an. Oder bist du ein Ducker? Lass mich ducken. Bruder, ich sag euch, ich habe so einen Stolz, wenn ich Frauen sehe, die Kopftuch richtig tragen und die Niqab tragen und sehe die auf der Straße. Weil das heißt, Islam ist in Deutschland angekommen. Ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist jetzt 1,5 Jahre. Wisst ihr, wie ich den genannt habe? Mohammed Vogel. Weil ich habe gesagt, da kommt so cool der Name, weil du musst dir vorstellen, du kommst zu irgendeiner Idara, und dann steht da Mohammed Vogel. Das heißt, Islam ist in Deutschland angekommen, oder? Wir müssen was für die Integration tun, liebe Schwester. Auf jeden Fall. Ach, wir müssen eins verinnerlichen. Und da, ist mir egal, aber, Bruder, da dürfen wir auch keine Angst haben, das auszusprechen. Ach, wenn uns, Bruder, der Prophet, die konnten nur Erfolg haben, weil er ihnen das beigebracht hat. Obama, Merkel und Co., besitzen keinen einzigen Atom im ganzen Universum. Und wenn wir das nicht verinnerlichen, werden wir von Allah erniedrigt werden. Das ist der erste Schritt, da kommen wir gleich zu. Und jetzt seid ihr fertig mit Essen? Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Vortrag, inshallah. Wir haben über 7 Eigenschaften geredet, der Sahaba. Da haben wir genannt, absoluter Gehorsam, Wahrhaftigkeit im Iman, Sucht, Enthaltsamkeit, einzigartige Tapferkeit, Loyalität und Lossagung, Zusammenhalt und sofortige Tauba. Wenn wir so sein wollen wie Sie, müssen wir uns mit diesen Eigenschaften schmücken. Jetzt werden noch einige Eigenschaften im Koran genannt. In den Versen, wo die Sahaba gelobt werden, Sure 7, 5, Vers 10. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. Das heißt,
Nicht gleich sind unter euch diejenigen, die vor der Eroberung gespendet und gekämpft haben. Die sind nicht gleich, wer nach der Eroberung gespendet und gekämpft hat. Das heißt, die, die vor der Eroberung gespendet und gekämpft haben, haben einen gewaltigeren Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und allen hat Allah Gutes versprochen. Das ist ein Anspruch an die Sahaba. Das heißt, dass man sich für diese Religion einsetzt. Dass man für diese Religion Geld ausgibt. Eine Weisheit, warum der Islam in die arabische Halbinsel gebracht wurde, war was? Weil die hart waren, das waren keine Weicheier. Deswegen dürfen auch keine Weicheier sein, keine Pampersrocker. Zweite Eigenschaft, die waren mutig gewesen. Dritte Eigenschaft, die waren großzügig gewesen. Weil diese Religion wird von Großzügigkeit und von Mut getragen. Als die Sahaba in die Länder gekommen sind, man hat sie nicht als Besatzungsarmee wahrgenommen, sondern man hat sie als Befreier wahrgenommen, die den Menschen geholfen haben, die etwas getan haben. Abu Ibn As hat sich um die Infrastruktur zur damaligen Zeit schon in Ägypten gekümmert, als er die erobert hat. Abu Ibn As. Ach, um diese Izza, diese Kraft, diese Power, die sie hatten. Ja, Achi, damals in Ägypten, das war unter christlicher Herrschaft, unter römischer Herrschaft in dem Sinne. Die haben sich versammelt. Die haben Soldaten gesammelt, Tausende, um Amr ibn As platt zu machen. Was hat Amr ibn As gemacht? Der hat einen Brief zu Omar al-Khattab nach Medina geschrieben. Schick mir Verstärkung. Da hat er ihm Verstärkung geschickt. 4 Mann und einen Brief. Du musst dir vorstellen, wie hat sich Amr ibn As gefühlt? Ich meine, der denkt vielleicht, ja, da sind 1000 Leute. Ich bin verstärkt, der schickt mir 4 Mann. Was will ich mit 4 Mann, denkt er sich vielleicht. Und dann steht in dem Brief, ich habe dir 4 Leute geschickt. Jeder von denen ist mit 1000. Einer von denen war Azubay ibn al-Awam gewesen. Aber auf jeden Fall, das waren diese Eigenschaften. Dass man für die Religion was ausgibt. Da sage ich dir, gucke du, wo du etwas tun kannst. Und jeder soll wissen, die Sahaba haben unterschiedliche Stärken. Der eine war Kämpfer, Khalid al-Walid. Khalid al-Walid hat im Koran Fehler gemacht. Überflutung ist nicht so schlimm. Lass, ist nicht schlimm. Ist nur Wasser. Nee, können wir doch so lassen, oder? Stört das ein? Also mich stört es nicht. Lass ruhig, ist egal. Das geht schon, das verdunstet schon. Nee, lass ruhig, das verdunstet schon. So, Khalid al-Walid. Ja, der hat gesagt, schrilltu bil jihadi anil Quran. Der Jihad hat mich vom Koran sozusagen beschäftigt, sodass ich keine Zeit dafür hatte. Er meint damit keine Zeit, den komplett auswendig zu lernen und sich perfekt damit zu beschäftigen. Aber er hat seine Aufgabe gemacht. Uthman ibn Affan. Was war die Tat von Uthman ibn Affan, die ihn nach vorne gebracht hat? Was war die Tat, die ihn das Paradies praktisch im Endeffekt gegeben hat? Spende. In der Raswa tut Tabuk, was sagte der Prophet a.s.? Das war die letzte große Raswa. Er sagte, ma darra Uthmane, ma fa'ala ba'd al-yawm. Uthman wird nicht schaden, was er danach macht. Dann gab es Sahaba, die waren die Experten, worin? Im Koran. Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Abu Musa al-Ash'ari. Die waren aber vielleicht nicht Ausnahmeerscheinungen im Hadith. In der Hadith war da der Experte, Abu Huraira. Das heißt, der Prophet, das ist eine besondere Eigenschaft des Gesandten, an die wenige denken. Der war ausgezeichnet darin, die Menschen nach ihren Talenten zu beschäftigen. Und das müsst ihr wissen. Jeder von euch hat eine Aufgabe. Und meistens ist das, was er gerne macht. Der eine hat Geld, der andere hat Kraft, der andere hat Ideen, der eine kann reden. Jeder hat etwas anderes. Schaue, wo dein Talent ist und bitte Allah darum, dir dein Talent zu zeigen. Brüder, die meisten Menschen heutzutage, die Erfolg haben in einem Bereich im Leben, die haben das Glück gehabt, in Anführungsstrichen, ihr Talent zu finden. Stell dir mal vor,
Mike Tyson hätte versucht, Basketballspieler zu werden. Von dem hätte kein Mensch gehört, aber der hat sein Talent gefunden. Der konnte halt Leute zusammenschlagen, sozusagen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das Talent gut ist oder schlecht, aber ich rede von der Realität. Michael Jordan. Stell dir mal vor, der hätte niemals Basketball gespielt. Wird ihn kein Mensch kennen. Das heißt, jeder muss sein Talent finden. Und das ist sogar in den Sportarten selber. Stell dir mal vor, Muhammad Ali würde boxen wie Mike Tyson. Das ist völlig der falsche Stil für ihn. Das heißt, jeder muss gucken, was er kann. Und jeder kann etwas bewirken. Aber das ist der Erfolg von Allah. Das Problem ist, heutzutage wird uns immer die Jammerlappen-Mentalität beigebracht. Wir können nicht. Der Prophet war anders. Der Prophet war anders. Und die Sahaba waren die Besten, weil sie den besten Lehrer und die beste Erziehung hatten. Heute, ihr wisst es selber, in jeder Moschee, oh nee, gefährlich, ah, dies, nein, ah, das schaffen wir nicht. Bruder, der Prophet, der geht zu, guck mal, in einer Zeit, die Dawah war völlig zu. Die haben ihm alles verboten im 10. Jahr, nachdem Abu Talib und Khadija gestorben ist. Er geht nach dem Taif, er wird gesteinigt, dass das Blut in seinen Füßen steht, er kommt zurück. Und er muss Schutz suchen bei einem Muschrik, Al-Mut ibn Adi. Und er kommt nach Mekka rein. Das Erste, was er macht, er geht zur Kaaba und macht Tawaf. Und betet dort, damit sie sehen, es geht keinen Millimeter zurück. Dann, im 11. Jahr, er geht zu verschiedenen Stämmen. Da kommt er zu einem Stamm, der heißt Banu Shayban. Die sind im Nordwesten, Nordosten von der arabischen Halbinsel zur Grenze zu Persien. Die sagen zu ihm, okay, wir helfen dir. Guck mal, der Prophet braucht Hilfe. Dem steht das Wasser bis hier. Die wollten ihn davor schon töten. Jetzt ist Abu Talib, der ihn 3 Jahre geschützt hat. Die hatten 3 Jahre Hunger gehabt. Der ist gestorben in dieser Situation. Der fragt diesen Stamm, es müsste im 11. Jahr gewesen sein. Oder sogar schon im 10. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber spielt doch prinzipiell keine Rolle für den Punkt, auf den ich kommen will. Er will von denen Hilfe haben. Und diese Leute, die da in der Nähe von Persien leben, die sagen, wir sind ein starker Stamm, wir helfen dir, aber nur gegen die Araber, nicht gegen die Perser. Weil die Perser sind zu gefährlich. Da lehnt der Prophet, alaihissalam, die Hilfe ab. Inna hadha din lan yansurahu illa man nahatahu bi jami'i jawanibi. Diese Religion kann nur derjenige helfen, der sie von allen Seiten umfasst. Und dann sagt er zu denen, ihr werdet Persien bald erobern. Ach, in welcher Situation sagt er das? Er sagt das in der Situation, wo er in Mekka schon keine Chance hat. Du sagst dir, wo ist Persien, wo sind die Araber? Ach, in Persien, die Araber haben zur damaligen Zeit gesagt, 1000 werden nicht aufgrund ihrer niedrigen Anzahl besiegt. Bei der Schlacht von Uhud haben die Quraysh 3000 Soldaten zusammenbekommen, indem sie die Stämme drumherum noch zusammengetrommelt haben. 3000. Wisst ihr, wie viele Soldaten die Perser hatten? 2 Millionen. Du sagst dir, wovon reden die 2 Millionen? Der redet davon, die davon zu besiegen. Die sind froh, wenn sie mal 300 Leute zusammenbekommen. Was ich damit sagen will, ist, Bruder, diese Einstellung müssen wir haben. Das ist die Einstellung, die der Prophet a.s.w. ihnen beigebracht hat. Und das ist die Einstellung, mit denen die Muslime stark waren. Und nicht mit dieser Jammerlappen-Mentalität. Achim Mohammed al-Fatih, der hat seinen Botschafter zum byzantinischen König in Konstantinopel geschickt. Da hat er denen den Brief vorgelesen, entweder Jizya oder Islam annehmen oder geht die Post ab. Der Führer hat sich kaputt gelacht. Er hat gesagt, meint ihr das ernst? Oder ist das ernst hier? Meint der Mohammed al-Fatih, meint er das ernst? Guck mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, der meint das ernst. Er glaubt wirklich daran. Und alle, die mit ihm sind, glauben daran. Was heißt das? Wir müssen diesen Glauben im Herzen haben, Brüder. Dass diese Religion nach vorne geht. Egal, was Müller-Meyer-Schmidt sagt. Damals, wisst ihr, was die Muschrikun sich lustig gemacht haben über die Gläubigen, als sie so wenige waren? Sie haben sich über sie lustig gemacht und haben gesagt,
Das sind die Führer der Welt. Weil schon von vornherein der Prophet gesagt hat, wir werden die Welt erobern. Das ist die Einstellung, die man haben muss. Und nicht immer diese, bitte lass mich in Ruhe leben. Hauptsache ich habe Pizza und Mezzomix zu Hause. Ja. So, zweite Eigenschaft. Guck mal, wir haben gerade die Eigenschaft genannt, etwas ausgeben. Zweite Eigenschaft, Sure 59, Vers 8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدغون فضلا من الله ورضوانه. Ja, die ausgewanderten Armen, die rausgeworfen worden sind aus ihren Häusern und von ihrem Vermögen. Was wollen die? Die Huld von Allahs und sein Wohlgefallen. Das heißt, wir müssen für die Huld von Allah und seinem Wohlgefallen arbeiten, um Erfolg zu haben. Und das ist auch ein Beweis wieder gegen die Schiiten, die sagen, die waren Munafikun. Allah sagt dir ganz klar, die wollten die Huld von Allah und sein Wohlgefallen. Allah weiß, was in den Herzen ist. Okay? Wie konzentriert man sich darauf, indem man sich immer wieder verinnerlicht, worum es geht, um das Jenseits? Okay. Dann sagen sie, helfen Allah an dem Gesandten. Das heißt, ihr müsst wissen, wie könnt ihr diese Religion nach vorne bringen. Macht euch Gedanken darüber. Dies sind die Wahrhaftigen. Wahrhaftigkeit. Das ist eine Eigenschaft, die man braucht, um nach vorne zu kommen. Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit. Der Muslim ist kein Lügenbaron. Der ist gerade, der ist straight. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ja'far ibn Abi Talib, der Bruder von Ali, wir haben eben über ihn erzählt, dem die Hände abgeschlagen worden sind. Das war der Führer der Najasch in Abyssinien. Wer kam dahin? Da haben sie Amr ibn As dorthin geschickt, radiallahu anhu, also noch kein Muslim war, Abdullah ibn Abi Rabia. Die sollten die zurückholen. Da kam diese legendäre Rede von Amr ibn As vor dem Najashi. Und dann kam Amr ibn As am nächsten Tag, der hat gesagt, ich komme mit etwas, womit ich diese Leute vernichte. Was war diese Sache? Hört bitte genau zu, Brüder und Schwestern. Diese Sache war was gewesen, dass er dem Najashi, der Christ war, sagt, dass die Muslime sagen, dass Jesus, Isa, ein Diener Gottes ist. So. Er sagt zu dem Najashi, die sagen was Gewaltiges über Isa, was ganz Schlimmes sozusagen. Die sagen, der ist ein Diener Gottes. Nicht anbetungswürdig. Oh, das ist der Punkt, das ist das Problem hier. Oh, das ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. Die Muslime werden geladen. Was sagt Ja'far Abi Talib? Er sagt, Nakulu, ma qala Allah ta'ala, wa ma akhbarana bihi, wa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ka'inan fi dhalika ma huwa kan. Wir werden sagen, was Allah gesagt hat und was der Prophet alayhi sallam, womit er gekommen ist zu uns, egal was passiert. Egal was passiert. Das ist die Eigenschaft, die Allah liebt. Das ist die Eigenschaft, wo Allah Baraka gibt. Wenn du kein Baraka, kein Segen von Allah hast, wirst du keinen Erfolg haben. Jetzt fragen sie Ja'far ibn Abi Talib eine Frage. Ja'far ibn Abi Talib steht vor dem Najashi. Du musst dir vorstellen, Achi, es geht fast, es ist eine gefährliche Situation. Was sagt ihr über Isa? Nee, Quatsch, Entschuldigung, der sagt, ja genau, was sagt ihr über Isa, sagt er. Guck mal, ganz wichtig. Er sagt nicht, sagt ihr über Isa, er ist ein Abt. Hätte er gesagt, er ist ein Abt, hätte Ja'far nur die Chance zu sagen, ja oder nein. Aber er sagt zu ihm, was sagt ihr über Isa? Das heißt, der Najashi gibt Ja'far die Chance auszuweichen. Ja'far kann jetzt eine halbe Stunde reden, ohne eine einzige Meinungsverschiedenheit mit den Christen zu erwähnen. Er kann sagen, ja, wir glauben, der ist von der Jungfrau Maria geboren. Die Christen sagen, yeah, super. Wir sagen, er hat Wunder gewirkt. Ja, die freuen sich alle. Der kann eine halbe Stunde reden, der kann alle möglichen Wunder erzählen. Und was ist das Erste, was Ja'far ibn Abi Talib sagt? Der sagt, wir sagen, was Allah gesagt und was der Prophet sagt. Huwa Abdullah, er ist ein Diener Gottes. Kannst du dir vorstellen, das Erste, was der erwähnt, ist der Unterschied, ist das Problem. Das allererste, was der erwähnt, nicht am Ende, der hätte das gar nicht erwähnen müssen, weil der hat den Jungfrau was sagt über den. Der hätte das gar nicht erwähnen müssen, der hätte sagen müssen, ist egal.
Das Erste, was der erwähnt ist, er ist ein Diener Allahs. Der hat nicht gesagt, ja, wir leben hier, wir wollen keine Probleme, wir integrieren uns, Friede, Freude, Eierkuchen, bla bla bla. Der sagt, er ist Diener Gottes, Diener Allahs. Guck mal, das ist der Punkt. Ulaika humus sadikun, das sind die Wahrhaftigen. Und vor den Wahrhaftigen, die zu ihrer Religion stehen, haben die Leute Angst und Respekt. Alhamdulillah. Jetzt, nächster Punkt. وَالَّذِينَ تَبَوَّ الدَّارُ وَالْإِمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Das sind jetzt die Ansar, die schon vorher im Iman und in dem Haus waren, das heißt, die in Medina waren. Die lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir die Liebe zu unseren Geschwistern verstärken. Und wie kann man das tun? Indem man mal öfters anfängt, Meinungsverschiedenheiten mal richtig zu betrachten. Sind unsere Meinungsverschiedenheiten Grundlagen der Religion? Das heißt, du sagst, die Sahaba sind Kuffar. Oder Allah ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt von der Welt, nicht verbunden mit der Welt. Oder ist unsere Meinungsverschiedenheit, geht es hier um eine gewisse Wahrnehmung der Lage? Ich gebe dir ein Beispiel. Heutzutage aktuelles Beispiel, wie heißt es? Humanitäre Hilfe. Welche Organisation soll man unterstützen? Ach, da sind mittlerweile sich Brüder am Streiten. Ja, nee, also diese Leute an Ansar Düsseldorf, die sind schlecht, weil die machen dieses und jenes. Und diese Leute helfen in Not und diese Leute so und so. Ach, ist das ein Grund zum Streit sein, wer besser ist oder wer schlechter ist? Wo soll ich das wissen, wer besser ist? Dieser Typ ist Käfer. Kenne ich den? Du erwartest jetzt von mir, dass ich den zum Käfer erkläre, kenne ich den? Ich kenne und weiß noch nicht mal, aber du erzählst mir, der hat das und das gesagt, ich habe andere Sachen gehört. Okay, du sagst Käfer, nach dem, was du gehört hast, du hast von ihm gehört, der hat gesagt, wer dieses und jenes macht und so. Ja, aber ich habe das nicht gehört. Aber warum bohren wir immer in diesen Sachen rum? Versteht ihr, wenn wir mal sagen würden, guck mal, wir sind in einem Raum, jeder, der aus der Fenster guckt, sieht was anderes. Ne? Unsere Grundlage, auf der wir stehen, ist dieselbe, Koran und Sunna. Aber wie ich das Problem betrachte, wie ich damit umgehe, kann man unterschiedlich sehen. Nee. Man macht immer aus nach Mücken, Elefanten. Ja? Zum Beispiel, ich sage in einem Video, ja, wir unterstützen die freie syrische Armee. Hey, da sagt einer, ja, die freie syrische Armee, die machen dieses, jenes. Der ist mich jetzt am Kritisieren. Ja, Achi, das ist deine Wahrnehmung. Das ist das, was du siehst. Ach, ich bin nicht in Syrien und ich kann das nicht genau beurteilen. Warum tadelst du mich dafür, was du gesehen hast, was ich nicht gesehen habe? Und wir machen einen riesigen Konflikt und einen riesigen Streit darüber. Und der Einzige, der sich am Ende darüber freut, ist Bashar al-Assad. Und das geht so weit, bis er dich zum Käfer erklärt, weil du sagst, die freie syrische Armee, habe ich einen kompletten Überblick über die Situation? Das heißt, mal bei Brüdern nach Entschuldigungen suchen. Bei Brüdern zu Entschuldigungen, Bruder, ich sag dir eins, ne? Ich sag euch eins. Wir haben einige Aktionen gebracht, wo dann Brüder groß rumgeblöckt haben und kritisiert haben und alles. Wenn ich mit einem zusammengesessen habe und habe ihm die Situation erklärt, was ich gesehen habe, alle haben gesagt, boah, krass, so kann man das auch sehen. Der in der ersten Reihe steht, sieht andere Sachen als der in der letzten Reihe steht. Das ist der Punkt. Jetzt zum Beispiel sagen Leute, ja, die Ikhwan Muslimin in Ägypten, ja, die hätten nicht dort stehen sollen, die wären lieber nach Hause gegangen und so weiter. Ich sage zu denen, wer hat einen besseren Überblick über Ägypten? Du aus Deutschland ganz weise, ja, nein, das war falsch, ich bin hier. Oder derjenige, der dort steht, der hat vielleicht was anderes gesehen. Der hat vielleicht gesagt, wenn wir nach Hause gehen, dann kommen die zu uns nach Hause, nehmen uns sowieso fest. Also haben wir sowieso keine andere Möglichkeit, außer dort stehen zu bleiben, damit die Welt die Ungerechtigkeit sieht. Und dafür opfern wir auch unser Leben. Was ich sagen will, ist, ich will nicht sagen, die sind richtig oder der ist richtig. Ich will damit sagen, bevor wir großartig rumblöken, müssen wir uns erstmal ein Bild machen. Und das ist der Punkt. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ. Und die bevorzugen sie gegenüber sie selbst. Und dann sagt Allah, وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِ فَأُولَيْكُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und wer von dem Geiz
seiner eigenen Seele befreit ist, das sind die Erfolgreichen. Das heißt, wieder diese Eigenschaft, Geld ausgeben. Und hier sage ich natürlich gerade in der heutigen Zeit, Dawa Projekte unterstützen in Deutschland und natürlich Syrien unterstützen. Aber es ist nicht das Einzige. Vielleicht habt ihr ein anderes Projekt, was gut ist. Ich sage zum Beispiel, das Lease-Projekt ist gut. Bin ich der Initiator vom Lease-Projekt? Nein, bin ich nicht. Aber ich sage trotzdem, das ist gut. Ich sage, das ist ein gutes Projekt. Warum? Und der Bruder kann es bestätigen, der Bruder Jesus. Es kommen so viele Leute auf einen zu, die mit einem reden. Und da kommt er auch wieder, ja, aber so und so. Achi, wir reden nicht darüber, was ist das beste Projekt. Da können wir unterschiedliche Meinungen sein. Du hast vielleicht, das Beste ist, mit jedem Käfer setzen wir uns 8 Stunden hin und diskutieren mit ihm. Schaffen wir dann, mit 84 Millionen Menschen in Deutschland zu reden? Rechne mal aus. 8 Stunden Profil mal 84 Millionen. Da brauchen wir aber lange, Kollege. So, und hier hast du die Möglichkeit, Bruder. Und die meisten, die ich kenne, die den Islam angenommen haben, sehr viele, weil sie eine Übersetzung des Korans gelesen haben. Einer steht vor euch, das bin ich. Der andere sitzt dahinter, das ist der Ibrahim Thomas. Noch jemand dabei, wir haben ja nicht so viele Konvertierte. Da einer, Übersetzung. Das heißt, Achi, wir haben Erfahrung da drin. Achi, wisst ihr, was ich krass finde? Achi, ich rede mit Shuyukh wie Sheikh Abu Saq al-Haweni. Leute, die so viel Wissen haben, denen erkläre ich eine Mes'ala. Denen erkläre ich eine Mes'ala. Ja, ganz genau von A bis Z. Kundgebung. Weißt du, was der zu mir sagt? Abu Hamza, ich muss erstmal darüber nachdenken. Und dann sagt er nachher, ja doch, das ist eine gute Sache. Hier bei uns ist es so, jeder hat sofort ein Urteil. Ja, ist so. Rechts, links. Ich habe gerade zu dem Bruder, der kam zu mir mit einem Schreiben, habe ich zu ihm gesagt, guck mal Bruder, wenn du mich fragen würdest, du musst nachher die Entscheidung treffen, würde ich sagen, mach das nicht. Aber ich will mir diese Sache nochmal genau angucken. Weil es kann durchaus sein, dass du was übersehen hast. Es kann sein, dass du etwas falsch wahrgenommen hast, dass du etwas falsch verstanden hast. Das heißt, wenn man ein Urteil fällen muss, man muss sich ein genaues Bild machen. Und wenn wir das immer machen würden und mal eine Entschuldigung für den Bruder und die Schwester suchen, dann würde diese Liebe unter uns vorhanden sein. Deswegen nochmal, spendet für die Brüder. Dann, jetzt was anderes. Guck mal, die Schiiten, was sagen die über die Muhajirun und Ansar? Kuffar. Die stehen am Grab von Abu Bakr, sind in einem Verfluchen und so weiter. Was sagt Allah? Guck mal, Allah nennt hier 2 Gruppen. Erstens Muhajirin, dann die Ansar. Über die Muhajirun sagt er Sadikun, über Ansar sagt er Muflihun und dann sagt er die Gruppe, die danach kommt. Das ist Sure 59, Vers 10. Wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Die danach kommen, die sagen, oh Allah, vergebe uns und denen, die uns zuvor im Glauben gekommen sind. Du verfluchst die. Das heißt, du bist laut Koran auf dem falschen Weg, Kollege. So. Jetzt die Frage, warum sind einige Leute so, dass sie sagen, wir können nicht so werden wie die Sahaba? Und ich habe ja schon gesagt, wir können von der Huld nicht so werden, aber vom Ajr. Aber es geht mir nicht darum, ob wir so werden oder nicht. Natürlich, ich möchte, dass wir sie als Vorbild nehmen und zumindest danach streben, so zu werden. Warum? Erste Sache, sie sagen ja, der Prophet, der ist nicht mit uns. Und ich habe schon gesagt, einer der Hauptgründe, warum die Sahaba so geworden sind, wie sie sind, weil sie den besten Lehrer hatten und das beste Lehrsystem, den besten Lehrplan. Aber den Lehrplan, den haben wir immer noch bei uns. Und da komme ich gleich zu, zum Lehrplan. Das heißt, wir haben den Propheten nicht neben uns, aber durch diese Geschichten muss er in unserem Herzen lebendig werden. Wenn wir diese Geschichte hören von Hunayn, was ich eben erzählt habe, dann, zweite Sache ist, es gibt bei manchen Leuten einen Rulu, eine Übertreibung bei den Sahabern, dass sie denken, die Sahaber machen keine Fehler. Und das ist dann etwas, wo die Schiiten kommen. Die Schiiten kommen dann, guck mal hier, dieser Sahabi hat diesen Fehler gemacht, dieser Sahabi hat diesen Fehler gemacht und dieser Sahabi hat diesen Fehler gemacht. Was sagen wir dann zu dem Schiiten? Wir sagen, wir haben nie gesagt, dass Sahaber die Stufe von Propheten haben. Haben wir nie gesagt. So ein Sahabi kann Fehler machen, ganz klar und deutlich. Der Prophet a.s. hat sie verbessert. Sie haben Toba gemacht. Und das ist gerade die Weisheit dahinter. Schaut mal. Warum hat Allah keine Engel gesandt als Propheten zu uns? Warum hat er einen Menschen gesandt?
Weil wenn er einen Engel gesandt hätte, hätten alle gesagt, ja, das ist ja sowieso ein Engel. Ist klar, dass der fünfmal am Tag betet, der muss nicht essen, trinken wie wir. Ist ja was ganz anderes. Jetzt bei den Propheten sagen sie auch, ja, okay, er ist der Prophet. Viele Muslime sind so, er ist der Prophet. Aber jetzt kommen die Sahaba. Das ist keine Ausrede mehr. Das ist ein Mensch, der auch nicht ma'asum ist vor Allah. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt, so jetzt. Was habe ich gesagt? Der beste Lehrer und der beste Lehrplan. So. Und ich habe hier 10 Punkte aufgeschrieben, die der Prophet a.s.w. den Sahabern beigebracht hat, gerade in der Anfangszeit. Wenn du heute jemanden fragst und fragst ihn zu ihm, was hat der Prophet a.s.w. am Anfang beigebracht? Dann sagt er sofort Tauhid. Nur Tauhid. Dann sagst du, wie viele Jahre? Sagt er 10 Jahre. Ich sage erstmal, es ist falsch zu sagen, der Prophet a.s.w. hat nur Tauhid beigebracht. Er hat sehr viele Sachen beigebracht, die dazugehören. Er hat sich auf Tauhid konzentriert und jede Sache im Islam geht auf Tauhid zurück. Deswegen zum Beispiel, der Koran unterteilt sich in viele Dinge von Themen her. Die Gelehrten sagen in 3 Teile. Erstens Geschichten. Zweitens Ahkam, Regeln. Drittens Tauhid Akida. Erstens Tauhid Akida. Zweitens Kissas, drittens Ahkam-Regeln. Oder wie du willst, von mir so oder so. Okay? Ibn al-Qayyim sagt, alles im Koran ist Tauhid. Warum? Weil die Ahkam, die Regeln, mit welcher Kategorie von Tauhid sind sie verbunden? Mit Uluhiyah. Du betest, warum? Zum Wohlgefallen Allahs. Du fastest, zum Wohlgefallen Allahs. Die Kissas, worum geht es dort? Es geht um den Christus, also die Geschichten, um die Geschichten, wie die Propheten die Botschaft verbreitet haben. Welche Botschaft? Tauhid. Was ich damit sagen will ist, wenn wir über das Gebet reden, wenn wir über Fasten reden, wenn wir über Geschichten reden, wenn wir über Geduld reden, über Standhaftigkeit reden, über Mut reden, über Dschihad reden, das ist nicht vom Tauhid losgelöst. Ganz im Gegenteil, es ist ein falsches Tauhid-Verständnis. Manche Brüder denken, der Tauhid wäre darauf beschränkt, dass ich in der Moschee sitze und sage, in der Tauhid yanqasimu la thalathat al-aqsam, al-awwal Tauhid al-Rububiyyah. Ja, der Tauhid unterscheidet sich in 3 Kategorien. Nein, das ist ein Mittel, um Tauhid näher zu bringen. Aber der Prophet a.s. hat noch ganz andere Mittel, um Tauhid näher zu bringen. Die Geschichten, die er beigebracht hat. Und deswegen sage ich euch, die erste Lehrmethode, das erste, was er in die Herzen reingepflanzt hat, ist Ta'zimul Khalik. Das ist die Verehrung des Schöpfers und seines Kadars und seines Vorherbestimmung. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass er über allem steht. Schau dir diese Sura an. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Und deswegen sage ich, Bruder, wenn wir Tauhid ist nicht nur, ich lerne eine Regel auswendig. Tauhid ist, dass ich etwas verinnerliche. Dass ich verinnerliche, dass ich mir vorkomme, durch die Straße gehe und verstehe, dass wenn Allah auf meiner Seite ist, dass mich niemand besiegen kann. Ach, dieses Gefühl müssen wir haben. Und ich habe eben schon gesagt, Merkel und Co., die besitzen kein Atom im Universum. Das erzählst du in manchen Moscheen. Da fangen die an zu zittern. Ja, und das sagen wir nochmal, die besitzen kein Atom im Universum. Weil dieses Gefühl musst du im Herzen haben, um stark zu sein. Damit dein Licht durch die Dunkelheiten zerschneidet. Dieses Gefühl musst du haben. Und das ist das Erste, was der Prophet a.s.w. den Sahabern beigebracht hat. Volles Vertrauen auf Allah. Allah steht über allem. Warum? Ansonsten hätten sie es niemals geschafft, die Folterung zu bestehen, die auswegslos erscheinende Situation zu überstehen. Aber sie haben verstanden, um wen es geht, um Allah. Die zweite Sache, Ta'zimul Akhirah, Verständnis, dass es um das jenseitige Leben geht. Deswegen siehst du in der, übrigens, das war jetzt gerade Tauhid gewesen, dieses Verständnis, Esma wa Sifat, Namen und Eigenschaften. Das zweite Verständnis war Ta'zimul Akhirah. Deswegen siehst du in den mekkanischen Versen, teilweise oder nicht nur, was wird da zum Beispiel erzählt? Zum Beispiel Zutl Ankabut. In Vers Nummer 49. وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةُ
Das heißt, und dieses Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Aber das jenseitige Leben ist das wahre Leben. Wenn sie es nur wüssten. Ach, das bereitet dich vor, dass du sagst, es geht sowieso um das Jenseits. Egal, ob ihr mir bis den Kopf abhackt. Egal, ob ihr mir die Kehle durchschneidet. Es geht um das jenseitige Leben. Und dann sagt der Prophet, wenn der Mensch, der die meisten Dinge, das schönste Leben in der Dunja hatte, nur einen Moment in die Hölle reingesteckt wird und wieder rausgezogen wird, und wird dann gefragt, hast du je etwas Schönes gesehen? Er wird sagen, nein. Und wenn derjenige, ja, der das schlimmste Leben gehabt hat von denen, die ins Paradies gehen, nur einen Moment ins Paradies gesteckt wird und wieder rausgezogen wird, wird gefragt, hast du je was Schlechtes erlebt? Er wird sagen, ich habe nie was Schlechtes erlebt. Es geht um das Jenseits und das muss man verinnerlichen. So, wie kann man beide diese Sachen lernen? Durch Koran lesen. Mit Tadabbur, mit Verständnis. Es gibt Leute, die lernen den Koran, die können den Koran auswendig und die erzählen dir dann solche Sachen wie, ja, Frau Merkel, wir müssen Angst vor ihr haben. Die könnte die Religion verbieten. Da sagen wir, es müsste bei dir gereicht haben. Der Koran hat dir nichts genutzt, das ist auswendig gelernt. Das hätte reichen müssen, wenn du einmal gelesen hättest. Mit vernünftigem Verständnis. Dann, dritte Sache, Verständnis von Qadr, Vorherbestimmung. Weil dadurch kannst du das ertragen, was dir als Gläubigen passiert. Wenn du weißt, das ist alles durch die Vorherbestimmung Allahs und wenn du geduldig bist, kriegst du großen Lohn. Der Prophet sagt, inna izam al-jazam, izam al-balad. Das ist alles, was der Prophet den Sahaben beigebracht hat. Qadr, wo zum Beispiel Qadr? In der mekkanischen Sure Al-Qamar, Vers 49. Inna kulli shay'in khalaqnahu bi Qadr. Alles haben wir mit Qadr erschaffen. Übrigens zu der Aussage, der Prophet hat 10 Jahre Tauhid beigebracht. Ich sage immer, die Aussage ist falsch. Warum? Der Prophet hat 23 Jahre Tauhid beigebracht. Nicht 10 Jahre. Es gibt immer wieder neue Details, die gebracht wurden. Das heißt aber nicht, wir bringen jetzt nur Tauhid bei. Wir müssen den Leuten auch hierzu erziehen. Über das Jenseits erzählen. Über Qadr erzählen. Das ist aber alles mit Tauhid verbunden. Heute manche Leute verstehen nur Tauhid. Ich rede nur über Tauhid und Uluhiya. Und vergesse diese Sachen. Und Tauhid ist nicht nur, ich lerne was auswendig. Ich muss es verinnerlichen. Vierte Sache. Tariq. Geschichten. Die ganzen Geschichten im Koran. Über die Propheten. Wann wurden die offenbart? So gut wie ausnahmslos in der mekkanischen Zeit. Warum? Damit die Sahaba von vornherein wissen, denjenigen, die vorher mit dieser Botschaft gekommen sind, die sind bekämpft worden, dann haben sie Geduld gehabt, sind standhaft geblieben, dann kam am Ende der Sieg von Allah und das ist der Weg. Wo ist der Beweis dafür im Koran? وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Und vor dir sind schon Gesandte der Lüge besichtigt worden. Also, erstens, die werden bekämpft. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Und dann bleiben sie geduldig, während sie der Lüge bezichtigt werden und ihnen Schaden zugefügt wird. هَتَّ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Bis der Sieg von uns zu ihnen kommt. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Und es gibt keine Veränderung im Versprechen Allahs. So läuft es. So läuft es. Du kommst mit der Botschaft, wirst bekämpft, bleibst standhaft und dann kommt der Sieg. Nicht anders. Schau dir alle Geschichten an. Musa, wann kam der Sieg? Als sie vor dem Roten Meer stehen. Als die Situation völlig aussichtslos erschien. Warum hat Allah die nicht vorher in der Wüste versinken lassen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorher schon in Mekka, als sie noch am Nil waren, als der Pharao noch in seinem Haus war, warum hat er nicht einfach den sterben lassen, am Herzinfarkt sterben lassen? Nein, weil Allah sagt, Sure 29, Vers 1, merkt euch diesen Vers, liebe Geschwister, Sure 29, Vers 1, Alif Lam Mim, Hasiban Nasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna Wahum La Yuftanu. Haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen, nur wenn sie sagen, wir glauben, und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Das ist Allah, was er sagt. Das sagt Allah. Heute gibt es Leute, die sagen, wenn du bekämpfst, warst du nicht weise gewesen in der Dauer.
وَلَقَدَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Wir haben die Furcht der Probe, die Probe, wir haben die Furcht auf die Probe gestellt. Warum? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Damit Allah die Wahrhaftigen kennzeichnet und die Lügner. Wer ist wahrhaftig im Iman? Wer steht trotzdem weiter? Wenn du immer gewinnst, ist es einfach. Kann jeder sagen, ich glaube. Aber wenn du bekämpft wirst, dann ist es schwierig. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Wir werden auf die Probe stellen, bis wir diejenigen von euch kennen, die sich abmühen und die Standhaften von euch kennen. Allah sagt im Koran, ja, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدٍ. Und hätte Allah gewollt, hätte er sie alleine besiegt. Aber um die einen von euch durch die anderen auf die Probe zu stellen. Das ist etwas, was der Prophet ganz viel Augenmerk drauf gerichtet hat. In der ersten Zeit, ein Drittel des Korans, Christus, fast alles in der mekkanischen Zeit gesandt worden. Fast alles. Das heißt, die mekkanische Zeit hat sich ganz stark damit beschäftigt, die Sahaba zu erziehen, standhaft zu machen, zu sagen, guck mal, das ist denen vor dir passiert. Und heute hast du Leute, die erzählen dir, wenn du bekämpfst, du warst nicht weise in der Dawa gewesen. Was versteht man darunter? Dann versteht man, wenn ich die Dawa richtig mache, lässt man mich in Ruhe. Ach, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Und sogar der Prophet, alaihissalatu wassalam, wurde gefestigt. Allah sagt, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَدَكْ. Womit wir dein Herz, wir haben die Geschichte noch, um dein Herz zu festigen. Wie ist es erst mit uns? Was ist ganz am Anfang passiert? Der Prophet a.s. kriegt die Botschaft. Ohne, dass der Engel gesagt hat, ich bin der Engel und ich gebe dir die Botschaft. Sodass der Prophet danach sucht. Und er kommt zu wem? Baraka ibn Nawfal. Was sagt Baraka ibn Nawfal? لَيْتَنِي جَذَعُونَ لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّنُ. Wäre ich nur ein junger Mann, würde ich nur jung sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Der Prophet a.s. sagt, warum werden sie mich vertreiben? Der wundert sich. Warum wundert er sich? Weil der beliebt ist. Sie lieben ihn alle und ist von Benu Hashim. Einer der mächtigsten Stämme, den kannst du nicht einfach vertreiben. Was sagt Barak ibn Nawfal, als der Prophet gesagt hat, werden sie mich vertreiben? Sagt er, ja, wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, ja, ich denke schon. Weil Barak ibn Nawfal kennt die Geschichten, er weiß, diese Geschichten verbreiten sich, wiederholen sich. Er sagt, ja, mit völliger Überzeugung. Denn keiner ist mit dieser Botschaft bekommen, außer dass er befeindet wurde. Das heißt, wenn wir heute mit dieser Botschaft bekommen, werden wir befeindet. Und wenn du nicht befeindet wirst, dann musst du dir Sorgen machen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Ganz einfach. Ganz einfach. So, nächster Punkt, also das war die Geschichte, nächster Punkt, Wissen. Direkt ganz am Anfang, Iqra lies. Hat sie mit Wissen beschäftigen lassen. Und das Wissen war vor allen Dingen immer Koran und Sunnah. Nächste Sache, Qiyamul Layl. Beweis dafür, Ya ayyuhal muzammil, kumil layl illa qalila. O du Eingehüllter, stehe die Nacht außer wenig. Und das war am Anfang ein Befehl, auch für die Sahaba. Damit sie standhaft werden durch Qiyamul Layl. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, möge Allah uns mehr Erfolg geben für Qiyamul Layl. Und durch Qiyamul Layl liest du wieder Koran. Nisfuhin kusminu qalila. Dann nächste Sache, Dhikr. Dass er Dhikr macht. Wazkurullah dhikran kathir. Erwähne Allah viel. Alles in der mekkanischen Zeit. Weil der Dhikr dein Herz öffnen muss. Was ist zum Beispiel Dhikr? Allahu Akbar. Wenn du Allahu Akbar sagst, versuch nicht so zu sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ach, ich war jetzt in Mekka gewesen, da war einer, ich war jetzt in Mekka gewesen, wir haben zugeguckt, da war einer mit so einer Gebetskette. Ich habe gesagt, boah, ich sag zu dem, war ich mit Sven Lau da gewesen, mit Abu Adam. Ich sag jetzt mal, wie schnell macht der Dhikr? Der kann ja nur sagen. Man kann ja gar keinen Dhikr machen. Allahu Akbar. Denk mal drüber nach. Ich sage das, Bruder und Schwester, das ist eine Ermahnung auch an mich. Nicht nur an euch. Es geht auch um mich. Ich bin auch manchmal, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wann kommt das Auto? Versteht ihr, das ist schlecht. Aber versuch das zu verinnerlichen. Dieser Dhikr soll einen Einfluss auf dein Herz haben. Dein Herz stärken. Okay? Allahu Akbar.
Sag mal, Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Bruder, warum wird das im Adhan gesagt? Guck mal, der Muslim wird immer wieder daran erinnert. Allah ist der Größte. Bruder, guck mal, was das für ein Power geben muss. Wie schon gesagt, da musst du normal, ohne mit der Wimper zu zucken, durch die Wände laufen. Allah ist der Größte. Guck mal, Wicker. Nächste Sache, Koran lesen, Beweis dafür. وَرَتِلُ الْقُرْآنِ تَرْتِيلَ Lieset den Koran wohlgeordnet. Nächste Sache, Sünde erlassen. Surat al-Mudathir, وَرُشْتَ فَحْجُرْ Die Unreinheit lass sie, damit sind die Sünden gemeint. Und dann die Brüderlichkeit. Zum Beispiel hat der Prophet bestimmte Gefährten in bestimmte Häuser gebracht, damit es zu dieser Brüderlichkeit kommt, die Unterstützung, die gegenseitige. Wie Abu Bakr die Sklaven befreit hat und so weiter. Dann, ich zähle nochmal auf. Erstens, Verehrung des Schöpfers. Zweitens, Verehrung des Jenseits. Also das heißt, dass man auf das Jenseits blickt. Drittens, Verständnis von Qadr. Viertens, die Geschichten. Fünftens, Wissen. Sechstens, Qiyamul Layl. So, erstmal, alle diese fünf Sachen haben mit dem Lesen des Korans zu tun. Deswegen sage ich jedem von euch, auch wenn er kein erstens, versuche Arabisch zu lernen. Jetzt Frage, praktisches Beispiel, wie kann man Arabisch lernen? Erstens Volkshochschule, zweitens es gibt im Internet bestimmte Angebote, drittens ins Ausland gehen. Ägypten ist momentan nicht so sehr zu empfehlen. Ja. Und dann vielleicht in der Moschee vorschlagen, dass eine Schwester macht. Aber die sollte sich auch vorher informieren, wie sie das macht. Und wenn eine Schwester sich das vornimmt, die Arabisch kann, kriegt sie einen riesengroßen Lohn. Das ist eine riesengroße Sache, ist das. Arabisch ist wichtig. Ibn Taymiyyah sagt Fadl ein. Pflicht für jeden Muslim. Zu versuchen, Arabisch zu lernen. Weil das notwendig ist, im Koran und Sunna richtig zu verstehen nach seinen Quellen. So. All diese Sachen. Dann Qiyamul Layl hat auch wieder mit Koran zu tun. Dhikr. Koran lesen. Sünden lassen. Brüderlichkeit. Die Grundlage von allem, Brüder, ist der Koran und die Sunna. Lest viel darin. Deswegen sage ich jedem, er soll sich ein Wirt machen. Das heißt, er soll sich eine tägliche Aufgabe machen, etwas vom Koran zu lesen oder zu hören. Und auch von mir aus auf Deutsch. Und darüber nachsinnen. Wir wissen genau, heutzutage viele Leute sind zittern, haben Angst vor der Dauer. Was ich euch sage ist, trefft euch in Wohnungen. Guck mal, hätten wir heute große Aufnahmen, wären bestimmt viel mehr Leute gekommen. Unser Ziel ist es, viele Menschen zu erreichen. Warum? Weil Allah im Koran sagt, Tabaraka alladhi nazzal al-furqana ala abdi liyakuna lil'alamin nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Koran auf seinen Diener herabgesandt hat, damit er ein Warner ist. Für wen? Für die ganzen Welten. Das heißt, wir sind kein Folkloreverein, keine geschlossene Gesellschaft wie in der Kneipe, wir treffen uns mit 20 Mann, sondern ich möchte ganz Deutschland zum Islam rufen. Aber natürlich, wir sind hier, wir sind dort, es ist nicht immer möglich. Die versuchen uns natürlich, weil wir so erfolgreich sind, den Hahn zuzudrehen, kaputt zu machen. Aber inshallah werden wir die kaputt machen, wenn Allah uns festigt. Das ist ganz klar. Und da darf man keine Angst vor haben. Man muss bereit sein, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ganz klar. Bruder, das ist wichtig. Deswegen trefft euch in euren Wohnungen, bringt immer wieder einer jemanden mit. Es ist nicht immer einfach, das alles 100% zu organisieren. Dann schaut euch beispielsweise Unterrichte an, diskutiert darüber, schaut, was ihr in den Moscheen organisieren könnt. Aber man hat versucht, die Moscheen zu schließen. Für die Dauer. Das ist meistens nur im kleinen Bereich möglich, meistens. Macht weiter, liebe Geschwister. Wie gesagt, das ist meine Botschaft für heute. Habe ich sonst noch was zu meckern? Wie gesagt, lest den Koran viel, lest die Sira, lest die Sunna und versucht euer Umfeld islamisch zu gestalten. Dass ihr mit euren Brüdern und Schwestern, heutzutage, die Schwestern hier sind, tauscht die Telefonnummern aus. Sagt euch heute noch, guck mal, wir wollen uns einmal die Woche treffen und dann lesen wir in Sahih al-Bukhari, diskutieren über den Hadith und wir, wenn wir Fragen haben, rufen wir jemanden an oder melden uns irgendwo, wo wir etwas verstehen können. Für die Brüder genau dasselbe. Okay, das sind unsere Möglichkeiten. Möge Allah uns helfen.